Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spektrum. Heute haben wir den Herrn Jörg Guido Hülsmann zu Gast. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Angers in Frankreich. Er hat ein Buch geschrieben namens Die Wirtschaft und das Unentgeltliche, kostenlose Güter zwischen Kapitalismus und Staat. Genau, da wollte ich jetzt erstmal auf die Grundlagen von diesem Buch eingehen, und zwar erstmal, was ist denn überhaupt Unentgeltlichkeit und verbundene Begriffe? Ja, Unentgeltlichkeit wird im engeren Sinne definiert als das, was nicht bezahlt werden muss. Das ist auch so der wirtschaftliche Kernbegriff. Wenn ich ein Brot im Supermarkt kaufe oder in der Bäckerei, dann ist dieses Brot eben für mich nicht unentgeltlich. Ich kann es dann unentgeltlich an andere weiterreichen, das heißt ohne Bezahlung von deren Seite. Im weiteren Sinne ist natürlich der Preis noch zu verstehen als Opportunitätskosten. Das heißt, wenn ich mir selber ein Brot backe, ist es auch nicht unentgeltlich für mich, weil ich ja meine Zeit darauf verwenden muss und auch Güter wie Mehl und Eier und so weiter, ja, Eier vielleicht nicht fürs Brot, aber Wasser und so weiter, die ich auch woanders hätte einsetzen können. Also wenn es mit Opportunitätskosten verbunden ist, ist das Gut auch nicht unentgeltlich im wirtschaftlichen Sinne. Und das betrifft natürlich alle wirtschaftlichen Güter, die wir selber herstellen. Also jeder Produktionsakt ist für den Produzenten nicht kostenlos. Alle Geschenke, die wir dann von den Gütern machen, die wir an andere dann weiterreichen, die sind dann für die Empfänger kostenlos, sofern es halt eben keine verdeckte Bezahlung ist oder eine Aufforderung, doch uns irgendeine Gegenleistung zu liefern, nicht? Aber in meinem Buch gehe ich auch auf eine weitere Bedeutung von unentgeltlich ein, nämlich in dem Sinne, dass es etwas ist, das wir ohne guten Grund erwerben. Nicht? Oder das auch über ohne guten Grund geschieht. Also die Unentgeltlichkeit des Geschenkes muss auch im Zusammenhang gesehen werden mit dem unbegründeten Schaden, den wir auch erleiden, indem uns jemand also ungerechtfertigt etwas zuleide tut, uns beleidigt, uns schlägt oder wie auch immer. Auch das ist Teil der Theorie der Unentgeltlichkeit im weiteren Sinne. Also es gibt auch das grundlos Böse, den grundlosen Schaden und so weiter, der in diesem Zusammenhang gesehen werden muss. Und das alles erörtere ich in meinem Buch. Sie gehen in Ihrem Buch auch auf Marcel Mauss ein. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausspreche. Ganz genau. Was hat denn der zum Thema der Geschenke, Unentgeltlichkeit etc. sagen? Na, Marcel Mauss ist der berühmteste Theoretiker des Geschenkes. Der hatte vor 100 Jahren eine Theorie, ein Buch, ein kleines Buch, also etwa 150 Seiten veröffentlicht, mit dem Titel Essai sur le don, ein Versuch über das Geschenk. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel überhaupt genau ist mir jetzt entfallen. Essai sur le don, das ist der französische Titel. Marcel Mauss stützte sich in seinen Überlegungen auf die anthropologische Forschung seiner Tage. Und die hatte insbesondere zutage gefördert, dass Völkerschaften des Pazifik, der westliche Begriff des Geschenkes, der Donation, nicht bekannt war. Und daraus folgerte Mauss dann, dass er wirklich so ein bisschen, also so eine spezifische kulturelle Sache ist, die Vorstellung, die wir uns vom Geschenk machen, was offensichtlich nicht verallgemeinert werden kann. Und er versuchte so eine allgemeine Theorie des Geschenkes aufzustellen, und gründete sich dabei insbesondere auf die Idee, dass es streng genommen so etwas wie das reine Geschenk, das wir uns in der westlichen Kultur machen, also diese Idee, die wir uns davon machen, dass es sowas eigentlich gar nicht gibt. Sondern alles, was wir hingeben, ist letzten Endes immer Teil einer Gegenleistung, einer Art Geschäftes. Also nicht unbedingt im Sinne eines Markttausches. Er mochte den Markttausch nicht. Er meinte auch, dass der Markttausch eine Fiktion sei. Weil der Markttausch ja letztens darauf beruht, dass man abschließend etwas bezahlt und sich dadurch aller Verpflichtungen gegenüber seinem Tauschpartner entledigt. Und der Tauschpartner auch ebenso durch die Lieferung des gewünschten Gutes auch abschließend die Beziehung halt eben beendet hat, die ihn
an den Tauschpartner bindet. Also Morse zufolge ist das eine Illusion, weil wir letzten Endes mit allen Menschen immer in irgendwelchen Beziehungen von gegenseitigen Verpflichtungen stehen und die auch nicht aufgelöst werden kann, die so generationenübergreifend sind. Und daraus folgerte er, dass es so etwas wie ein reines Geschenk überhaupt nicht geben kann, sondern dass alles immer Teil von Gegenleistungen ist und die auch nicht individuell vertraglich vereinbart werden, sondern die halt eben weitergereicht werden, sie Teile einer gesellschaftlichen Tradition sind, die generationenübergreifend ist. Ja, das widerspricht also dem sicherlich dem der christlichen Vorstellung dessen, was ein Geschenk ist, weil wir natürlich davon ausgehen, dass es reine Geschenke gibt. Nicht? Gott selber beschenkt uns ja dadurch, dass er die Welt geschaffen hat und dass er uns selber in der Existenz hält. Dafür können wir Gott im Gegenzug nichts leisten. Das wäre ja irgendwie lächerlich, weil wir einfach nur Kreaturen sind und eben also nichts geben könnten, was er nicht ohnehin schon hätte. In der christlichen Tradition herrscht halt eben diese Vorstellung, ja, dass der Mensch auch selber reine Geschenke machen kann an andere Menschen, Familienmitglieder eben, aber auch andere. Und dass das sogar eine Grundlage der Zivilisation ist und auch sein sollte. Das war so ein bisschen so der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, also meine Inspiration. Ich hatte jetzt hier nicht ganz umsonst den lieben Gott erwähnt, weil der Ausgangspunkt in der Tat in der päpstlichen Enzyklika Caritas in Veritate lag, Benedikt der 16. Mittlerweile 15 Jahren veröffentlicht hatte. Und also alle Gläubigen aufgefordert hat, diese Sachen nochmal zu überdenken und sich die Frage zu stellen, wie man dem Prinzip der Unentgeltlichkeit größere Geltung im Wirtschaftsleben verschaffen könnte. Das war so der Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Und dann bin ich zu dem Ergebnis gelangt, was auch eine Synthese darstellt mit dem, was Marcel Mauss auch geschrieben hatte, dass nämlich für das Verständnis von unentgeltlichen Gütern, nicht nur von Geschenken, sondern von unentgeltlichen Gütern im Allgemeinen, die Eigentumsrechte eine zentrale Rolle spielen. Also man kann letzten Endes das, was man anderen schuldet und was man von anderen verlangen darf, nur in Bezug zu Rechten und Verpflichtungen sehen. Und Eigentumsrechte sind die wichtigsten Ursachen der Produktion und der Abgrenzung von Rechten und Verpflichtungen. Und daher ist es so, dass in Zivilisationen oder in menschlichen Gruppen, die keine Eigentumsrechte kennen, wie es bei den Pazifikgruppen der Fall war, die Malinowski und Mauss dann vor 100 Jahren untersucht hatten oder 110 Jahren, dass es eben nicht überraschend ist, wenn die unseren Begriff von Unentgeltlichkeit nicht kennen. Weil sie eben keine Eigentumsrechte haben und weil jedem irgendwie schon alles gehört. Ja, diese Idee, dass jedem irgendwie alles gehört, ist natürlich nicht völlig kohärent, kann man nicht völlig kohärent bis zum Ende durchdenken, weil wir Individuen sind. Nicht? Wir sind halt eben getrennt voneinander. Ich habe keine Möglichkeit, das Verhalten meiner Kinder vollkommen zu kontrollieren und glücklicherweise sowohl für sie als auch für mich. Und jeder ist halt eben Selbsteigentümer. Und dadurch sind von vornherein schon existenziell nicht so gewisse Formen von Abgrenzung und von Eigentum vorgegeben. Und aus diesen Abgrenzungen entspringen ja dann letzten Endes auch andere Formen materiellen Eigentums, dass wir an materiellen Gütern, Autos, Kleidung und so weiter haben. Also die Unentgeltlichkeit gibt es überall letzten Endes, auch wenn man darüber sich im Unklaren sein kann, wie bei den Pazifikvölkern. Oder bei einigen Pazifikvölkern. Aber sie kann sich nur dort voll entfalten, wo halt eben abgetrennt wird, nach den biblischen 10 Geboten oder wie auch immer, zwischen mein und dein. Und wo das zur Grundlage der Zivilisation wird. Genau. Zum Thema Unentgeltlichkeit. Also das Wichtigste, was ja, ich sage jetzt mal, der Staat beim Thema Unentgeltlichkeit zu tun hat, also Staat unentgeltlich alle möglichen Güter, ja, also Straßen, ohne dass man selbst mal dafür bezahlen muss, beispielsweise. Und ein sehr wichtiges davon ist eben der Sozialstaat, der letztlich also eines der größten Ausgabenpositionen jetzt der Bundesrepublik Deutschland ist.
geht in, also da geht enorm vieles in Soziales. Was sind denn so die Argumente dafür, dass man jetzt einen Sozialstaat haben soll, beziehungsweise was verspricht man sich eigentlich davon? Oh, es gibt zahlreiche Argumente, mit denen der Umverteilungsstaat, der Wohlfahrtsstaat verteidigt wird. Auf der einen Seite natürlich mit der Menschenwürde. Jeder Mensch habe das Recht, einen bestimmten materiellen Wohlstand halt zu genießen. Aber die ganz Radikalen meinen das völlig unabhängig von den Verhältnissen, und die etwas gemäßigteren meinen, naja, das hängt dann schon davon ab, wie reich die Gesellschaft insgesamt ist. Also die Leute haben keinen Anspruch auf einen absoluten Wohlstandslevel, aber so auf relativ zum Rest der Bevölkerung haben sie auf gewisse Ansprüche. Dann kann es begründet werden mit der Befriedung der Gesellschaft. Nicht, wenn es große Eigentums- und Vermögensunterschiede gibt, dann bricht die Gesellschaft auseinander. Und dann gibt es Effizienzargumente. Bestimmte Sachen kann der Staat leichter hervorbringen als die Privatwirtschaft und so weiter und so weiter. Also die menschlichen Fantasien sind ja nur wenig Grenzen gesetzt oder vielleicht auch überhaupt keine. Das ist vielleicht ein göttliches Element in uns, dass wir uns viele Sachen ausmalen können. Und eben dementsprechend zahlreich, vielfältig sind auch die Rechtfertigungen des Sozialstaates. In meinem Buch selber spreche ich nur die typischen, die wichtigsten an. Also nicht, es ist keine erschöpfende Darstellung. Was sind denn so schädliche Effekte, die jetzt der Sozialstaat in einer Gesellschaft hervorruft? Na, was halt eben gut bekannt ist und auch schon natürlich jahrhundertelang bekannt ist, ist, dass das Problem, das wir heute so das Moral Hazard Problem nennen würden, nicht? Dass also die Versuchung, eben sich unverantwortlich zu verhalten, weil man halt der Verantwortung für sein eigenes Tun und Lassen enthoben wird, nicht? Wenn man da Anspruch auf Stütze hat, dann macht man halt eben bestimmte Sachen, die man sonst nicht machen würde, macht sie stärker, als man es sonst machen würde. Man interessiert sich weniger dafür, sich für den Arbeitsmarkt da zu qualifizieren, das heißt, sich auf das einzurichten, wie man anderen Menschen Dienste leisten könnte. Also ich gewöhne mir daran, irgendwie das vielleicht gute Manieren zu haben, ich wasche mich, ich stehe pünktlich auf, ich gehe regelmäßig zur Arbeit, komme pünktlich an und gehe auch nicht zu früh und all diese Sachen, die uns bekannt sind, die also Teil unserer Kultur sind, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, aber die halt letzten Endes erlernt werden müssen. Und dort, wo Eigentum erworben werden kann, wo Einkommen erzielt werden kann, ohne dass man diese Anstrengungen zugunsten von anderen macht, dann finden halt eben weniger Anstrengungen statt. Und das ist halt der Grund, warum es das Problem der ständigen, der Dauerarbeitslosigkeit eben gibt. Das ist ja keine Erscheinung unserer Zeit. Das ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Und ist ja auch die Ursache ist auch eben bekannt, nicht, dass es halt eben so ein feiner Grat ist. Nicht, auf der einen Seite will man die Leute ja nicht hängen lassen, will man nicht verrecken lassen, man will den schon helfen. Auf der anderen Seite will man nicht die Hängematte schaffen, sodass sie sich dort gemütlich machen. Ja, das Problem, das ist halt schon immer bekannt gewesen, nicht? Und wir haben halt eben leider einen sehr großen Wohlfahrtsstaat, einen sehr großzügigen Wohlfahrtsstaat, und dementsprechend haben wir von dieser Art von Problemen haben wir besonders viel. Also Leute sich in der Dauerarbeitslosigkeit gemütlich machen, das betrifft dann insbesondere diejenigen Bevölkerungsgruppen, die ohnehin keine großen Einkommensaussichten hätten. Das heißt, ich sage es mal ganz flach, behinderte Leute, sehr junge Leute, sehr alte Leute, Leute, die kulturell nicht gut in den Arbeitsmarkt reinpassen, also Migranten, die Sprache nicht sprechen beispielsweise, oder auch einfach faule Leute, also Leute, die so moralisch nicht gut eingerichtet sind, um sich halt eben anderen anzupassen. Für all diejenigen sind die Anreize besonders groß, die Flügel fallen zu lassen. Und dementsprechend sehen wir halt eben gerade auch diese Gruppen im großen Maße vertreten unter den Arbeitslosen. Das ist also wirklich aus ökonomischer Sicht ist das überhaupt nicht mysteriös, sondern geradezu zwangsläufig. Der Staat, also es gibt ja letztlich zwei unterschiedliche Dinge, die der Staat macht. Auf der einen Seite sind die Dinge, die völlig nutzlos sind und die ohne ihn niemand machen würde. Und auf der anderen Seite eben gibt es Dinge, die eben schon in irgendeiner Form einen Nutzen bringen, die aber dann eben ohne den Staat in einer anderen Form bereitgestellt werden würden.
Und im gewissen Sinne ist der Sozialstaat zumindest teilweise in dieser zweiten Kategorie vertreten. Wie werden denn da, oder was gibt es denn da für private oder beziehungsweise nicht staatliche Alternativen? Ja, traditionell ja, in Deutschland ist natürlich die, die kirchliche Armenhilfe. Ja, das war so die organisierte Nächstenliebe, nicht? Wo man halt eben den Leuten geholfen hat, die sich nicht helfen konnten, den Familien, die den Brotverdiener verloren hatten, also den Vater verloren hatten, die Mutter verloren hatten, denen wurde dann unter die Finger gegriffen. Kinder, die die Eltern verloren hatten, die kamen dann in das kirchliche Waisenhaus und so weiter, wurden dann von Schwestern betreut oder zum Teil auch von Brüdern und so weiter. Das war also eher kirchlich organisiert und genau das finden wir auch in allen anderen Ländern, also in allen Ländern der westlichen Welt, also des christlichen Kulturkreises. Es waren immer kirchliche Organisationen, die sich darum kümmerten. Und genau darin liegt natürlich auch die Bestrebung begründet, seitens der säkulären Autoritäten, diesen Bereich auch zu bearbeiten. Denn es gab ja jahrhundertelang eben die Rivalität zwischen Kirche und Staat. Und der Staat, die staatlichen Führungskräfte haben halt eben sehr richtig erkannt, dass Treue, die die Bevölkerung gegenüber der Kirche und den kirchlichen Organisationen hatte, nicht zuletzt darin begründet lag, dass sie dort auch Stütze fanden, nicht? Also Hilfe und Unterstützung in schwierigen Lebenslagen. Und da hat der Staat dann halt eben angegriffen, in Deutschland in spektakulärer Weise mit Bismarck, nicht? Der halt eben das politisch völlig erkannt hat, wie die Lage war. Sagte, ja, wir können diese Sache nicht den Kirchen und den Arbeitnehmerverbänden, also den Gewerkschaften und so weiter überlassen. Der Staat muss hier Hilfe leisten und dadurch die Loyalität der Bürger kaufen, ja, sozusagen. Nicht? Also ich habe jetzt die Kirchen erwähnt, aber es gab natürlich viele, ich habe jetzt auch gerade die Gewerkschaften erwähnt, nicht? Das ist auch ganz wichtig, gerade im 19. Jahrhundert in dem Maße, in dem also das städtische Proletariat sich organisiert und dann vielleicht nicht unbedingt kirchlich verankert ist, dann auch da entstanden halt spontan gegenseitige Arbeiterhilfe, also Solidarität freiwilliger Art und Weise. Das war in anderen Ländern noch zum Teil noch stärker ausgeprägt, insbesondere in England und in den USA, wo halt eben diese private, freiwillige Hilfeleistung gegenüber bedürftigen Mitbürgern ganz stark organisiert war. Also praktisch keiner durch das soziale Netz gefallen. Das kann man keiner jetzt hundertprozentig, das wird wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein, wie es ja auch heute bei uns nicht der Fall ist. Auch mit Sozialstaat haben wir auch immer noch viele Leute, die auf der Straße sind. Zum Teil Leute, die erfrieren, zum Teil Leute, die verhungern. Das gibt es halt immer, dass irgendeiner mal durch das Netz rutscht. Aber sag ich mal, selbst in den Zeiten vor dem starken und großen organisierten Wohlfahrtsstaat ist keiner durch soziale Netz gerutscht. Und gerade dort, wo der Wohlfahrtsstaat zum Teil drastisch zurückgefahren wurde, sind dann spontan und in recht kurzer Zeit private Organisationen entstanden. Das wichtigste Beispiel dieser Art ist das Beispiel von England aus den 1830er, 1840er Jahren. Die Engländer hatten nämlich seinerzeit den Wohlfahrtsstaat praktisch vollkommen abgeschafft. Sie hatten keinen großen Wohlfahrtsstaat, sie hatten so den elisabethanischen Wohlfahrtsstaat. Aber ihn gab es halt immerhin und die hatten all die Probleme, die wir heute auch schon kennen. Nicht? Also Dauerarbeitslosigkeit derjenigen, die Klientel da wurden und dann Missbrauch. Nicht? Die Leute hatten da sich bei verschiedenen Gemeinden angemeldet, um dann Gelder dort abzugreifen. Die Proliferation von unverheirateten jungen Damen, die also da Kinder hatten, nicht? Also mit verschiedenen Vätern, die und die ja eben Zahlungen dafür bekamen von den verschiedenen Gemeinden und Städten. Also all diese Sachen, die wir heute auch kennen, die gab es damals auch. Nicht? Aber die Briten hatten damals den Entschluss gefasst, der uns heute, also ja, zumindest heute den Fürsprechern des Wohlfahrtsstaats natürlich monströs erscheint, aber anderen halt eben nicht. Die haben die Entscheidung getroffen, das praktisch völlig abzuschaffen. Nicht? Und die haben gesagt, wir haben es nicht auf Null runtergefahren, haben gesagt, also wirklich ganz stark eingeschritten, haben gesagt, okay, Zahlungen gibt es grundsätzlich gar nicht mehr, vielleicht nur noch für die Leute, die im sogenannten Armenhaus dann wohnen. Und da wollte keiner sein und da miteinander zusammen, das war auch immer der Hort der Kriminalität und so weiter, wirklich kein nettes Zuhause.
Und da wurden dann zum Teil auch kleine Zeilungen geliefert. Das ist dann, wird dann auch so beschrieben, so ein Charles Dickens, nicht Oliver Twist und so weiter, das sind diese schrecklichen Schilderungen aus dieser Zeit. Jetzt sind aber in Antwort auf diese neue Lage hunderte von Wohlfahrtsorganisationen, privaten Wohlfahrtsorganisationen, die hießen sehr häufig Friendly Societies, also die Gesellschaft der Freunde. Und das waren so Nachbarschaftsvereine oder gewerkschaftliche Vereine, die halt eben genau die Wohlfahrtsleistungen dazu zum Ziel hatten, nicht? Also bedürftige Familien und Individuen zu unterstützen. Also selbst in dieser extremen Situation ist auch keiner durch das soziale Netz gefahren. Nicht? Das ist halt einfach, da darf man sich, darf man vielleicht nicht naiv sein, aber man muss sich auch keine übergroßen Sorgen machen. Nicht? Also wenn man den Wohlfahrtsstaat abschaffen würde, das wäre sicherlich kein Zuckerschlecken für die Betroffenen. Aber wie gesagt, sie würden es überleben und das Gute ist halt eben, dann wäre der Wohlfahrtsstaat erstmal beseitigt und die enormen schädlichen Wirkungen, die von ihm ausgehen, werden erstmal beseitigt. Und genau das hatten ja auch die Engländer. Die hatten also eine große Phase der Produktivität eingeläutet, das viktorianische Zeitalter, das sicherlich für diejenigen, die den Wohlfahrtsstaat romantisieren, das war keine schöne Zeit, aber für alle anderen, die das normale menschliche Miteinander in den Vordergrund stellen und sagen, na, wir wollen nicht, dass die Leute einfach auf Kosten anderer leben. Keiner hat das Recht, auf Kosten der Arbeit anderer zu leben. Durchaus erstrebenswert erscheint. Ja, Sie hatten es jetzt schon angesprochen mit dem Abbau des Sozialstaats. Also würden Sie sagen, dass es möglicherweise politisch gesehen jetzt leichter wäre, das nach und nach zu machen? Also wir schaffen zuerst dieses Programm ab oder wir reduzieren dieses Programm erstmal, dann erst nach und nach mit der Zeit weg damit oder direkt sofort Kahlschlag, die Motorsäge ansetzen? Also die Frage kann ich nicht gut beantworten. Also wenn man die Frage stellt, wie ist es politisch am leichtesten, das hängt sicherlich von Zeit und Ort ab. Ich glaube nicht, dass man da eine allgemeine Regel angeben kann. Manchmal erreicht man einen Punkt, wo der Staat so runtergewirtschaftet ist, dass die Leute einfach nur noch das davon weg wollen. Die wollen es einfach nur raus. Wie zum Beispiel jetzt in Argentinien. Da wählen die diesen radikal-liberalen Präsidenten und der wird ja eben gerade nicht von den 10% der Einkommensstärksten da besonders geliebt, sondern von der breiten Masse der Bevölkerung. Weil er halt eben diese Politik führt, die auch nicht unbedingt im Interesse der sehr Wohlhabenden ist. Die Leute wollen einfach nur das Ding weghaben. Da hat man einfach die Nase voll, wenn man sieht, es bringt nichts und es verstetigt einfach nur die Probleme. Es ist kein Teil der Lösung, es ist ein Teil des Problems. Nicht? Da sind wir sicherlich in Deutschland und auch in Frankreich nicht. Also in Frankreich ist es weiterhin so, dass die Leute sehr stolz auf ihren Wohlfahrtsstaat sind und sich dessen rühmen. Und dann wird immer gewitzelt, ja, unser Wohlfahrtsstaat ist ja so toll, den will keiner in der Welt kopieren. Und so ist das ja, ähnlich ist das auch in Deutschland. Die Leute sind, glaube ich, ganz zufrieden damit, dass es den Wohlfahrtsstaat gibt. Und das beruhigt sie auch. Und sie beruhigen sich auch damit darüber hinweg, dass die Früchte eigentlich nicht besonders gut sind. Es rückt dann immer nur in den Vordergrund, was weiß ich, wenn dann ungeliebte Gruppen da in erster Linie von dem Wohlfahrtsstaat profitieren, wie jetzt die Einwanderer. Das wird ja als übermäßige Einwanderung wird ja als Last empfunden und dann sind natürlich die Einwanderer, die zum großen Teil von dem Wohlfahrtsstaat profitieren, das wird dann als problematisch angesehen. Während eigentlich der Wohlfahrtsstaat nicht nur problematisch ist, wenn er mit Einwanderung verbunden ist, der ist allgemein problematisch. Er schadet ja auch gerade der heimischen Bevölkerung, auch da, wenn es keine Einwanderung gibt. Ich weiß nicht mehr, wo der Ursprung, ich bin ein bisschen abgewandert, wo der Ursprung der Frage war. Der Abbau des Sozialstaates. Ja, der Abbau des Sozialstaates. Ja, also es gibt sicherlich Umstände, wo man radikal vorgehen kann und muss, weil es auch nicht mehr anders geht. Und es gibt andere Umstände, wo es in der Tat, wo man eher graduell vorgehen muss. Also sag ich mal, aus gerechtiger, wenn Sie nicht gefragt hätten, aus politischer Hinsicht, sondern aus moralischer Hinsicht, würde ich sagen, aus moralischer Hinsicht muss man ihn von einem Tag auf den anderen, soweit es geht, abschaffen. Weil, wie gesagt, kein Recht besteht für niemanden, auf Kosten von anderen zu leben. Ich sage, ich nehme ein Recht an den Staat, ich beanspruche ein Recht gegenüber staatlichen Zahlungen,
dann beanspruche ich ja letzten Endes, dass der Staat andere Menschen zu meinen Gunsten ausraubt. Das heißt also, ihre Arbeit besteuert oder ihr Kapital oder wie auch immer. Das ist nicht gerecht. Aus politischer Hinsicht ist es halt eben anders. Aus politischer Hinsicht kann es unter anderem ratsam sein, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt den Wohlfahrtsstaat ein für alle, die sich selbst helfen können. Als allererstes. Ja, also grundsätzlich keine neuen Rechte. Die alten Rechte werden weitergeführt, wie diejenigen, die jetzt irgendwie schon 20 Jahre Wohlfahrtsklientel sind. Aber für alle Leute, die jetzt mal bis 40 oder so, die noch irgendwie bei guter Gesundheit sind, keine Zahlung mehr, überhaupt keine Zahlung mehr. Dass man sozusagen graduell macht. Nicht? Und dann wachsen die rein in die Verantwortlichkeit und irgendwann mal gibt es halt eben keine Wohlfahrtsansprüche mehr. Also das hängt wirklich von den Umständen ab. Da gibt es keine allgemeine Regel, glaube ich. Also man sagt, man hat ja immer diesen Begriff, man hat eine soziale Verantwortung. Da ist ja so nur der Sozialstaat, also zumindest aus Sicht eines Etatisten jetzt, ist ja nur der Sozialstaat, der eben Leute, die sehr viel Geld haben, dazu bringen kann, dieser sozialen Verantwortung eben nachzukommen. Wie würden Sie dem entgegnen? Also ich würde erstmal sagen, dass die Leute, die wirklich viel Geld haben, dem in der Regel sowieso schon entgegenkommen, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Nicht, das ist ja so diese Comic-Vorstellung, die man sich häufig in ungebildeten Kreisen darüber macht, was Reichtum eigentlich bedeutet. Dann stellen sich die Leute in einen Reichen vor, so wie so eine Art Onkel Dagobert. Nicht? Der hat dann also so ein paar Millionen, ein paar Milliarden zusammen, die sind alle in seinem Geldspeicher drin. Ja, der steht dann auf dem großen Hügel mit dem großen Dollarzeichen drauf. Und alles, was man jetzt machen muss, ist einfach nur sagen, okay, wir schicken jetzt ein paar Steuerinspektoren dahin und die machen das Ding auf und verteilen dann die Penunzen, die sich da drin befinden. Das ist nicht so, wie es in der Wirklichkeit ist. In der Wirklichkeit ist ein reicher Mensch, ja, was sag ich, die Quant-Familie in Deutschland, nicht, die haben jetzt schon praktisch ihr gesamtes Vermögen im Unternehmen investiert. Nicht? Die produzieren Autos, die nicht der Quant-Familie unmittelbar nutzen, sondern erstmal allen Leuten, die auch gerne schöne Autos fahren möchten oder zuverlässige Autos fahren möchten. Nicht? Und also nicht nur die Produkte helfen anderen Menschen, sondern sie schaffen halt eben auch Arbeitsplätze. Nicht? Die ganzen Hunderttausende von Leuten, die bei der Firma arbeiten. Also ein Unternehmer ist vermögend in der Regel, also gerade etablierte Unternehmer, und sind schon gemeinnützig dadurch tätig, dass sie Arbeitsplätze schaffen und Produkte schaffen, die tatsächlich nachgefragt werden. Das ist mal der allererste Punkt, den man festhalten muss. Und deshalb gibt es ja auch einige reiche Leute, insbesondere Unternehmer, die es ablehnen, irgendwelche karitativen Aktivitäten aufzunehmen. Also ich kenne welche, die wollen selbst die Kirche nicht unterstützen. Also was ich persönlich übertrieben halte oder sogar für falsch halte, aber es ist okay. Die Argumentation ist nicht absurd. Ich sage, ich tue eh schon so viel, es ist auf mein eigenes Risiko, dass ich mein Geld investiere und ich nutze diesen ganzen anderen Leuten. Ich nutze sicherlich nicht mehr, auch mir, ich mache das ja nicht aus Uneigennützlichkeit, aber ich tue schon meinen Beitrag. Dadurch einfach, dass ich das Geld nicht verprasse, sondern dass ich sorgsam damit umgehe und es so einsetze, dass es sich immer wieder reproduziert, immer wieder Brot und Lohn schafft für meine ganzen Angestellten. Das ist schon viel, wenn man das macht, wenn man sich was mal überlegt. Das ist unglaublich. So, aber davon abgesehen würde ich dann sagen, ja, natürlich, gerade auch als Christ besteht für uns die soziale Verantwortung. Wir sind gehalten, unseren Mitmenschen zu lieben wie uns selber. Und das beinhaltet halt eben auch, dass wir auch um das materielle Wohl und Ergehen Sorge machen. Und da ist halt eben dieser Balanceakt, den halt jeder kennt. Nicht? Man will auf der einen Seite nicht die Hängematte schaffen, auf der anderen Seite will man die Leute nicht verrecken lassen. Also ist irgendwie so dazwischen, muss man schon helfen. Und das kann entweder durch direkte Zuwendungen oder über Intermediäre, nicht? Also was weiß ich, die Caritas oder Diakonie oder wie auch immer. Da sind ja auch da der menschlichen Kreativität wenige Grenzen gesetzt. Es gibt ja viele Arten und Weisen, wie man das machen kann. Es gibt auch eine große Literatur darüber nicht. Aber den Staat da reinzubringen, das ist ja sozusagen so, sagen wir, wir vereinfachen das ganze Verfahren, der Staat hebt einfach die Steuergelder ein und der kümmert sich dann darum. Das ist die falsche Herangehensweise, weil dadurch halt eben das Prinzip der Verantwortung herausgenommen wird. Und ohne Verantwortung, wenn das Geld wahllos verteilt wird, wenn es sogar Ansprüche, also rechtliche Ansprüche auf Zahlung gibt, dann ist man auf dem falschen Weg. Dann erzeugt man genau die Probleme, die wir heute überall sehen. Genau, Sie sprechen in Ihrem Buch auch über die
Konsequenzen der Geldpolitik auf qualitatives Spenden. Würden Sie da die Zusammenhänge sehen zwischen expansiver Geldpolitik, wie sie von sehr vielen Zentralbanken auf dieser Welt betrieben wird, und eben Grenzen? Ja, das in der Tat, das war einer der Ausgangspunkte meiner Arbeit an diesem Buch, weil genau diese Fragen praktisch überhaupt nicht erörtert werden in der einschlägigen Literatur zur Unentgeltlichkeit, zu Geschenken, zur Wohlfahrtsstaat und so weiter. Also es gibt verschiedene Art und Weisen, wie dieser Einfluss stattfindet. Einmal ist natürlich die Zentralbank, die das Geld aus dem Nichts schafft, nicht, also der geldpolitische Interventionismus ist die wichtigste, oder vielleicht also eine der wichtigsten Finanzierungsquellen des Wohlstaates, des Wohlfahrtsstaates. Nicht, also ohne die Unterstützung der Zentralbank wäre die staatliche Verschuldung in dem Maß, wie wir sie kennen, nicht möglich. Und wie Sie ja selber vorhin schon hervorgehoben haben, ist ein großer Teil der staatlichen Ausgaben betrifft das Soziale, heißt also ohne Zentralbank wäre auch der Wohlfahrtsstaat nur in sehr viel geringerem Umfang möglich. Das Zweite ist dann, Zentralbanken tendenzieren, also bringen der Tendenz nach eine Verarmung der Gesellschaft hervor, Verarmung der Gesellschaft und der Wirtschaft. Das ist natürlich ein Punkt, der eigentlich nur von Ökonomen der österreichischen Schule, der ich mich auch zuzähle, vertreten wird. Also in der Standardökonomie wird ja die Zentralbank immer als die große Retterin der Wirtschaft dargestellt und als eine wichtige Grundlage des Wirtschaftswachstums. Aber ich meine, dass es eine Karikatur ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Zentralbanken führen tendenziell dazu, dass die Wirtschaft verarmt. Und das liegt insbesondere daran, dass die Zentralbanken durch die Politik des billigen Geldes, also durch eine Politik der niedrigen Zinssätze, die Anreize zum Sparen verringern. Also es werden die Anreize zum Konsum, also das Gleichgewicht zwischen Konsum und Sparen wird zugunsten des Konsums verändert, also langfristig weniger Sparen und mehr Konsumausgaben. Das kann kurzfristig die Wirtschaft stimulieren, also kurzfristig die Ausbringungsmenge erhöhen. Also wenn man das einmal macht und lässt dann die Sachen laufen, dann langfristig bringt das zwar eine Verarmung herbei, aber kurzfristig kann man die Wirtschaft stimulieren. Unser Problem ist jetzt nun, dass wir diese Art von Politik ja nicht erst seit letztem Jahr verfolgen, sondern schon einige Jahrzehnte lang. Das heißt, wir sind überhaupt nicht mehr in der kurzen Frist, wir sind in der sehr langen Sicht. Und in der sehr langen Sicht ist ganz eindeutig, dass die Kapitalakkumulation bei uns sehr viel weniger dynamisch ist als in früheren Zeiten, insbesondere im 19. Jahrhundert. Und dementsprechend auch der Einkommenszuwachs praktisch überhaupt nicht mehr vom Sparen kommt, sondern nur durch die technologische Innovation oder zum Teil durch andere Faktoren, glückliche Umstände, die manchmal eben hereinschneiden, wie zum Beispiel den Zusammenbruch des Weltkommunismus in den 80er Jahren. Nicht? Dann kommen also auf einmal große Teile der Welt, die vorher nicht Teil der internationalen Arbeitsteilung waren oder nur einen geringen Teil, die kommen auf einmal da rein und erzeugen halt eben Wohlstandseffekte für die ganze Welt. Also Zentralbanken grundsätzlich, und das erkläre ich in meinem Buch, aber insbesondere auch in einem anderen Buch mit dem Titel Die Ethik der Geldproduktion, wo ich auch auf den Rest der Literatur hinweise. Also das ist wirklich nicht nur Hülsmann, sondern es gibt da zahlreiche Schriften zu dem Thema, weil man eben erkennen kann, dass tatsächlich expansionistische Geldpolitik schädlich ist für das Wirtschaftswachstum. So, wenn das Wachstum zurücknimmt, das heißt, wenn die Realeinkommen sich nicht so stark entfalten, dann ist das Erste, was betroffen wird, sind immer Geschenke. Nicht? Also es ist eine ganz, ganz starke Korrelation zwischen dem Level der Realeinkommen und auch dem Vermögen, Realvermögen auf der einen Seite und den Spenden auf der anderen Seite. Und Spenden, das erkläre ich auch in meinem Buch, wachsen tendenziell stärker als das Wirtschaftswachstum. Nicht? Also das liegt einfach daran, dass es halt ein Luxusgut ist, dann nicht. Also etwas, was man macht, eben weil man es nicht unbedingt braucht. Nicht? Also dass, wenn man das Einkommen zunimmt, dann wachsen die Spenden halt eben tendenziell etwas stärker als der Rest des Wachstums. Und wenn die Wirtschaft schrumpft, dann schrumpfen die Spenden halt eben auch stärker als der Rest der Wirtschaft. Und das ist also dann der zweite Kanal. Und ein dritter Punkt,
den ich auch hervorhebe in dem Buch, geht über die Opportunitätskosten. Indem die Zentralbanken die Finanzmärkte künstlich stabilisieren, aber auch und insbesondere dadurch, dass sie eine Hebelung finanzieller Investitionen, aber nicht nur finanzieller Investitionen, sondern Investitionen im Allgemeinen ermöglichen durch eine laxe Geldpolitik, sinken die Opportunitätskosten für Investoren. Nicht? Also, ich meine, wenn ich das Beispiel, also um das so zu veranschaulichen, wenn ich keine Zentralbank habe, nicht? Und es wird immer mehr gespart, es gibt also immer mehr Kapital, Geldkapital, das verfügbar ist, dann resultiert daraus in der Regel ein Sinken des Kapitalzinses. Nicht? Weil Geldkapital immer reichhaltiger wird, reichhaltiger vorhanden wird und nach dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, also das, was besonders reichhaltig vorhanden ist, das hat halt eben weniger Wert. Und der Wert des Kapitals zeigt sich halt dann eben im Kapitalzins. Der Kapitalzins neigt dann eben dazu, abzusinken. So, wenn der Kapitalzins sinkt, dann bedeutet das halt eben, vorher habe ich bei 5% investiert, wenn ich mein Geld investierte, und jetzt kann ich dann mit Risiko nur noch 1% verdienen. Dann sagen sich viele, warum soll ich das überhaupt noch machen? Also entweder gebe ich es jetzt für meinen privaten Konsum aus oder ich tue andere schöne Sachen damit, die ich auch vernünftig und wichtig finde, wie zum Beispiel die Förderung von wissenschaftlichen Künsten, aber vielleicht auch die Armenhilfe und wie auch immer nicht. Also dadurch, wenn ich die Kapitalzins, wenn er niedrig ist, gibt es geringe Opportunitätskosten für Spenden. Und das wird halt eben verhindert durch die Politik der Zentralbank, dieses Absinken der Zinsen. Das heißt, die Geldzinsen auf dem beim Geldverleih, die können in der Tat durch Zentralbanken abgesenkt werden. Aber das, was Investoren damit verdienen können, das steigt unter Umständen. Also ein Zahlenbeispiel. Nehmen wir an, dass ich eine Investitionsgelegenheit habe, wo ich 2% verdienen kann, wenn ich 1 Million Euro investiere. Ich habe nur 50.000 Euro. Okay? Ich kann mir aber 950.000 leihen von der Zentralbank, sagen wir mal, zu Nullzinsen. Das ist jetzt im Moment gerade nicht mehr der Fall, aber ja, um leichter zu rechnen. So, wenn ich dann also die 1 Million investiere, ich verdiene 2%, also 20.000 Nettogewinn, dann verdiene ich ja diese 20.000 letztendlich auf eine Investition von 50.000, nämlich mein eigenes Geld. Für den Rest vom Geld, das muss ich keinen Zinsen bezahlen. Also habe ich eigentlich einen Kapitalertrag von 40%. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel. Aber es zeigt, dass wenn ich also meine Investition hebeln kann durch die Aufnahme von Fremdkapital, ich auch dann hohe Kapitaleinkommen erzielen kann, selbst wenn der Marktzins niedrig ist. Ja, oder gerade weil der Marktzins niedrig ist. So, das heißt also, eine Zentralbank, die eine Niedrigzinspolitik verfolgt und es ermöglicht für Investoren, ihre Investitionen zu hebeln, die sorgt letzten Endes dafür, das ist natürlich nicht ihre Absicht, aber das ist dennoch die Wirkung, die aus ihrem Handeln entsteht, dass die Opportunitätskosten für Spenden steigen. Und dadurch gibt es halt eben auch größeren Geiz. Und dann haben wir halt eben diese eigentlich schockierende Erscheinung, dass halt eben Leute, die zum Teil ja wirklich sehr, sehr vermögend sind und so weiter, aber die sagen sich ja, warum soll ich mein Geld irgendwelchen verrückten Wohlfahrtsheinis dazu beantworten? Ich kann damit viel Gutes tun, ich kann Arbeitsplätze schaffen, was soll ich, und ich verdiene auch noch 10% oder 20% für mich selber. Warum sollte ich irgendwas spenden? Das heißt also, gerade wenn jemand besonders reich ist, aber weil er gerade eben deshalb insbesondere auch den Hebeleffekt anwenden kann, den finanziellen Hebeleffekt, na, der hat besonders geringe Anreize, irgendetwas zu spenden. Und das ist natürlich pervers, aber es ist eine Wirkung, die aus dem Handeln aus der Zentralbanken, aus der expansionistischen Geldpolitik entsteht. Noch ein anderes Thema. Also es gab im Jahr 2019 eine Österreicherin namens Marlene Engelhorn, die angekündigt, die eben 25 Millionen Euro geerbt. In dem Jahr 2019 hat sie dann angekündigt, dass die dieses Geld eben an karitativ spenden wird. Und
Das ist jetzt im Jahr 2024, also 5 Jahre später, dann tatsächlich ist es auch dazu gekommen. Also es war ein sehr langer Prozess, sehr komplex. Hätte 5 Minuten gebraucht eigentlich, aber man kann auch 5 Jahre dafür verwenden. Ja. Jetzt war Ihr Ziel damit, dass Sie eben sagt, okay, ich will jetzt, dass Leute ihre Erben eben verspenden, an den Staat abführen und eben dann der Staat dieses Geld hat, damit er dann eben damit ganz tolle Dinge machen kann. Weil halt eben noch, der Staat gibt zwar schon so viel aus, aber halt so die paar Millionen noch drauf, dann ist ja alles gut. Ja gut, es ist ja Ihr Geld. Also wenn Sie meinen, dass das durch die staatlichen Behörden besonders wirksam weitergereicht wird, warum nicht? Also ich hätte keinen Einwand dagegen. Also jeder ist ja frei, dann mit seinem Geld da so zu verfügen. Sollte frei sein, darüber so zu verfügen, wie er es für richtig hält. Das ist ja auch in seiner eigenen Verantwortung. Und wenn Sie meint, dass die staatlichen Behörden besonders gut funktionieren, dass unsere Wohlfahrtsbehörden prima mit dem Geld umgehen, okay, dann warum nicht? Aber das bringt mich zu einem anderen Mechanismus, den ich auch in meinem Buch hervorhebe. Das ist also noch ein 4. Mechanismus, nicht wie expansionistische Zentralbankpolitik, wie die dazu führt, dass Wohlfahrtsdienste letztendlich unterminiert werden. Das funktioniert eben genau durch die Umverteilung. Nicht? Zentralbanken schaffen durch mehrere Mechanismen, die ich in dem Buch auch bespreche, eine große Umverteilung zugunsten derjenigen, die finanzmarktnah operieren, die also entweder Investoren sind oder Banker oder Wirtschaftsprüfer oder wie auch immer, nicht? Auf der anderen Seite bereichert sie diejenigen, die schon reich sind, zulasten derjenigen, die noch nicht reich sind oder vielleicht auch nie sein werden. Ja? Also eine Umverteilung von arm zu reich. Und das führt natürlich in dem Ergebnis dazu, dass zum Teil unglaubliche Vermögen aufgehäuft werden. Das sehen wir in unseren Tagen. Also Leute, die haben halt dann zig und zum Teil hunderte von Milliarden Euro oder Dollar Vermögen. Und wenn man genauer hinsieht, wie es dazu gekommen ist, dass eben kein Geld, das sie sich mühsam angespart haben im Laufe der Zeit, durch rein operatives Geschäft erzielt worden ist, sondern in der Regel sind finanzielle Hebelgeschäfte dahinter. Ja, also ganz klarer Fall ist die beiden reichsten Männer. Ich weiß nicht, ob sie, also nach den offiziellen Statistiken, nicht? Bernard Arnault ist der 3. Fall. Bernard Arnault, Elon Musk und Jeff Bezos. Also nur die drei. Ja, ich will nicht die ganze Liste durchgehen. Aber alle drei haben ihre Unternehmen aufgebaut durch die finanzielle Skalierung. Das ist durch enorme Kredite, die ihnen praktisch zu Nulltarif weitergereicht worden sind von Seiten der Zentralbank. Nicht? Und sie hätten es nie machen können ohne unser jetziges Geldsystem. Sondern es sind die gleichen natürlich dann, die den Markt für karitative Spenden dominieren, also an institutionelle Intermediäre wie Diakonie, Caritas, was weiß ich, beziehungsweise das entsprechende Pendant in den USA. Und für diese Leute, das ist besonders ausgeprägt bei Bill Gates, der auch von dem Hebeleffekt profitiert hat in seinem Geschäft, aber auch auf andere Weise durch staatlichen Interventionismus, der natürlich auch die karikativen Aktivitäten dazu benutzt, seine Geschäftsinteressen zu verfolgen. Das heißt also, der karikative Zweig seiner Aktivitäten ist eigentlich letzten Endes so eine Art Feigenblatt oder so eine Art Schutzschild, ein fiskalischer Schutzschild für seine Geschäftsinteressen. Ja. Das ist also auch eine Pervertierung. Wie gesagt, ich will das nicht alles in Abrede stellen, die machen ja auch viel Gutes. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum zu sagen, dadurch, dass der Staat so massiv in die Wirtschaft eingreift und solche enormen Summen halt eben dadurch ins Spiel kommen, bestehen halt eben auch Anreize, dass diese Mittel anders zu verwenden, als es vielleicht nach dem Buchstaben des Gesetzes vorgesehen ist. Und es bestehen auch unglaubliche wirtschaftliche Anreize für die Eigentümer, halt eben keine wirklich karikativen Aktivitäten zu verfolgen, sondern
gesetzlichen Vorrechten, also ich meine, dass man eine Stiftung einrichtet und so weiter, einfach als Schutzschild für geschäftliche Aktivitäten zu verwenden. Und das ist im Ausland stärker ausgeprägt als in Deutschland. Aber wie gesagt, ein reicher Deutscher, ein deutscher Milliardär, kann ja auch eine Stiftung einrichten in Holland oder in England oder in den USA und von diesen Vorteilen halt eben genießen. Also das deutsche Stiftungsrecht ermöglicht das nicht im gleichen Umfang, auch der Schweizer nicht. Aber es gibt Länder, wo man das kann. Und natürlich wird das Geld dann dorthin gehen. Sie sprechen in Ihrem Buch auch noch so Dinge wie Nebeneffektgüter an, also Dinge, die eben Menschen, also die eben Menschen tun, die eben bei anderen eigentlich nicht erwünscht, also das ist jetzt nicht die Zielsetzung, aber es passiert eben auch, dass eben diese anderen Personen dann auch einen Vorteil daraus ziehen, der denen genau. Eben auch unentgeltlich ist. Richtig, ja. Beispiele, nicht? Jeder von uns gibt Beispiele, wenn wir Erfolg haben, wenn wir Misserfolg haben, das ist mal ein Beispiel für andere und dieses Beispiel ist kostenlos. Ja, und das ist nicht unbedingt unsere Absicht, den anderen zu helfen, indem wir ihnen ein Beispiel leisten, aber wir können es einfach nicht verhindern. Und also wenn jemand Erfolg hat mit seinem Handeln, wie halt eben die genannten Milliardäre, aber eben auch ganz normale Unternehmer auch, die ziehen halt immer Imitatoren an. Nicht? Andere Leute, die sagen, ah, das ist aber wirklich clever, was er gemacht hat und ich sollte entweder das Gleiche oder etwas Ähnliches tun. Und das ist ja auch genau richtig so. In meinem Buch ergreife ich also auch Partei für die Auffassung, dass die Nachahmung, die Imitation, das Kopieren von anderen erlaubt sein sollte. Ohne Einschränkung. Und die ganze Zivilisation beruht letztendlich darauf, dass wir andere nachahmen. Das fängt schon bei Kleinkindern an, die wir halt eben erziehen. Erziehen bedeutet nichts anderes, als dass wir sie dazu ermuntern und dazu hinführen, dass sie das nachmachen, genau das nachmachen, was wir ihnen vormachen. Wie wir sprechen, wie wir essen, wie wir uns umkleiden, wie wir unsere Konflikte regeln und so weiter. Nicht? Das Leben besteht im Nachahmen. Das, was wirklich ab und zu mal originell hinzukommt, okay, das ist dann mehr oder weniger wichtig, aber es ist in der Regel nur so ein kleines bisschen extra im Vergleich zu dem, was einfach schon als Masse da war. Also Imitation, Nachahmung spielen eine absolut zentrale Rolle im Wirtschaftsgeschehen und wenn sie eingeschränkt werden durch Patentrechte und Ähnliches, ist das sicherlich zu verdammen. Also was das Einzige, was ich sagen würde, das ist auch kein geistiges Eigentum für mich, das ist einfach so ein Namensrecht, ne? Weil das ja letzten Endes die Orientierung im Marktgeschehen erleichtert, wenn ich sage, okay, dieses Auto ist von BMW hergestellt worden, das, sagt man, das ist jetzt hier BMW München, die das eben gemacht haben, weil ich von denen kaufen will, ich habe da Vertrauen, was weiß ich, dann sollte kein anderer sich BMW München nennen dürfen, damit es keine Verwechslung entsteht. Aber andere sollten genau das gleiche Auto nachbauen dürfen und verkaufen es unter ihrem eigenen Namen, weil dann vergucken das mehr oder weniger. Das würde ich für richtig halten. Also das ist so ein Beispiel, nicht? Und dann gibt es halt eben, wie Sie sagten, eine ganze Palette von Arten von Gütern, die ich halt, also Nebeneffektgütern, die ich bespreche. Und nach meinem Dafürhalten in der Tat gibt es sehr zahlreiche Güter dieser Art. Und sie spielen eine völlig unterschätzte und sehr, sehr wohltätige Rolle in einem freien Marktgeschehen. Also das, was so sozusagen den Überfluss ausmacht, in einer freien Wirtschaft ist gerade das, was man sozusagen immer wieder kostenlos nach oben drauf bekommt. Immer ein ganz einfaches Beispiel ist der Marktprozess selber, der Prozess des Wettbewerbes, der darin besteht, dass ich den Kunden irgendetwas leicht Besseres biete als meine Mitbewerber. Es ist nicht unbedingt der Preis, aber es kann irgendeine Qualität sein, die der Kunde schätzt und so weiter. Ich bin nicht verpflichtet, das zu tun. Ich mache es natürlich, weil ich Eigeninteresse habe, nicht? Aber mein Eigeninteresse geht ja nicht daran, dem Kunden irgendwas zu verschaffen und selber ein geringeres Einkommen dadurch zu erzielen, also eine Preissenkung herbeizuführen. Aber letztens genau das, was durch den Wettbewerb geschieht. Nicht durch den Wettbewerb wird das Tauschverhältnis zwischen Geld vom Kunden einerseits und allen anderen Leistungen, die er halt eben bekommt, nicht? Also alle möglichen qualitativen Eigenschaften des Produktes, die verbessert sich für den Kunden. Und diese ständige Verbesserung, nicht diese Preisdeflation, die durch den Wettbewerb hervorgebracht wird, die ist kostenlos aus Seiten des Kunden. Der Kunde zahlt nämlich nicht dafür. Nicht? Er zahlt sogar weniger. Er bekommt immer den besseren Deal. Und das ist das, was das Leben in der freien, dynamischen, wettbewerblichen Wirtschaft so angenehm macht.
Nicht, dass man, selbst wenn man selber keine höheren Preise zahlt, man dennoch von den wettbewerblichen Anstrengungen aller anderen kostenlos profitiert. Und das wird halt eben auf verschiedene Art und Weise durch die staatlichen Eingriffe unterminiert. Besteuerung natürlich auf der einen Seite, aber insbesondere auch die Reglementierung der Wirtschaft und dann die Behinderung des Wettbewerbes, nicht, die diese ganzen Vorteile den Leuten wegnimmt. Genau. Dann, ich habe mir jetzt keine weiteren Fragen mehr aufgeschrieben. Ich wollte mich dann ja dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne schön. Vielen Dank. Und dann möchte ich auch noch den Zuhörern danken. Auch vielen Dank. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Servus. Sehr gerne.